Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Das ist eine gute Frage und genau um dieses Thema, nämlich Fragen stellen, geht es heute bei den Tipps, deine Tools, das Evangelium zu verkündigen. Fragen stellen ist eine super einfache Art und Weise, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, um ein Gespräch auf eine tiefere Ebene zu bringen und dass sich auch ein bisschen den Fluss ergibt. Du wirst feststellen, manchmal bei den Gesprächen, wenn du noch nicht so trainiert bist, sind die Gespräche sehr schnell beendet oder es bleibt eher auf einer oberflächlichen Ebene und du kommst vielleicht gar nicht zum Thema Glauben und dann wirst du durch Fragen einfach sicherstellen, dass du auch beim Thema Glauben am Ende landest, weil darüber möchtest du ja mit der Person reden, nämlich über Jesus. Du musst erstmal herausfinden, wo steht die Person denn eigentlich, was das Thema Glaube angeht. Wie nah ist die Person an Gott schon dran oder wie weit ist sie auch von Gott entfernt? Was denkt die Person eigentlich über Jesus? Was denkt sie über das Thema Sünde, über Erlösung oder vielleicht auch Ewigkeit? Und all das kannst du nur herausfinden, wenn du beginnst, Interesse zu zeigen, Fragen zu stellen und vor allen Dingen die richtigen Fragen zu stellen. Das ist nämlich der nächste wichtige Punkt. Frag nicht einfach irgendwas, frag die Person nicht, wie ihr das Wetter heute gefällt oder was sie vielleicht arbeitet, das kann auch interessant sein, sondern frag die Person gezielt, ja, rund um das Thema Glauben. Und hier gibt es eigentlich zwei große Unterschiede oder zwei unterschiedliche Fragen, nämlich zum einen die geschlossenen Fragen, also es sind solche, die du mit Ja und Nein beantworten kannst. Dann bist du eigentlich wieder relativ schnell fertig im Gespräch. Ja, wenn du fragst, glaubst du an Jesus, glaubst du an Gott? Und die Person sagt immer, nein, nein, dann stehst du da und weißt eigentlich nicht, wie du das Gespräch weiterführen solltest. Deswegen ist es gut, sogenannte offene Fragen zu stellen. Man sagt auch W-Fragen, ja, zum Beispiel Fragen, die mit Warum beginnen. Ja, warum glaubst du denn nicht an Jesus? Warum glaubst du nicht an Gott? Welche Erfahrungen hast du schon in Bezug zum Thema Glauben gemacht? Und dann wirst du sehen, dass die Person auch selber beginnt nachzudenken. Das ist immer gut, wenn jemand nachdenken muss. Und wenn eine Person dann sagt, da habe ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Und sich dann auch selber beginnt zu hinterfragen oder eigene Glaubenskonzepte zu hinterfragen. Das ist super gut, super hilfreich. Und hier hast du dann eine gute Gelegenheit, dann einzusteigen mit der besten Botschaft und mit der tiefsten Botschaft überhaupt, nämlich das Evangelium. Du kannst auch durch Fragen stellen sicher gehen, dass das Gespräch wirklich geführt bleibt, dass du die Gesprächsführung hast. Es gibt diesen Spruch, wer fragt, der führt. Das ist eigentlich auch super, ja, super richtig oder ist auch ein Funke Wahrheit dran, was das Evangelisieren angeht, weil so leicht schweift man wieder ab im Gespräch oder ihr kommt auf andere Themen und durch Fragen kannst du sicher gehen, dass ihr auch bei dem Thema Glauben bleibt. Und hey, du darfst wirklich lernen, auch ehrliches Interesse an der Person zu haben. Du wirst sehen, dass jeder einzelne Mensch eine so spannende und wunderbare Lebensgeschichte hat, sodass du ja einfach ehrliche Neugier, ehrliches Interesse zeigen kannst an der Person und die Person fühlt sich wertgeschätzt, wenn du ihr Fragen stellst. Zum Abschluss, überleg dir doch einfach selber ein paar Fragen, die du mit einbringen könntest bei Evangelisation. Ja, ich hatte ja ein paar schon genannt. Andere Fragen zum Beispiel wäre, was denkst du über das Thema Glauben oder was denkst du, warum Gott seinen Sohn senden musste auf die Erde? Was denkst du, warum Jesus sterben musste? Was denkst du generell über dieses ganze Thema Sünde und Erlösung? Und da wirst du sehen, dass es einfach hilfreich ist. So, wir haben jetzt für euch auch noch hier einfach ein paar Ausschnitte aus Videos mitgebracht, ein paar Szenen. Da könnt ihr schauen, wie wir das gemacht haben in Evangelisation und auch wie die Leute darauf reagiert haben. Glaubst du, dass es eine höhere Macht gibt, dass es einen Gott gibt? Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es eine Gottheit gibt, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es irgendwas Höheres gibt. Ich weiß nicht, ob ich mitgehen würde mit Universum oder so, weil ich so spiritual das sehr gern habe, aber so mit Göttern finde ich schwierig. Was glaubst du dann, also wenn du sagst spirituell?
ich habe viel so Sachen gelesen, so mit Hexen, weil ich, auch wegen meinem Namen und so, weil die damals in Salem gab es eine Frau, Abigail Williams, die die Hexenverfolgung ausgelöst hat. Deswegen habe ich mich da versucht, ein bisschen zu informieren. Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Hat sich da mal was geregt oder verändert? Nur meine Ansichtsweisen auf jeden Fall. Also ich wurde sehr christlich aufgezogen, hatte dann da keinen Bock mehr drauf und habe dann irgendwann auf die Familie wie eine Satanistin gewirkt, weil ich nur noch so gothic rumgelaufen bin, auch so mit in die Kirche bin, wo die dann immer dachten, oh je, oh je. Glaubst du dann an ein Leben nach dem Tod, dass da noch irgendwas kommt oder woran glaubst du da? Ich weiß nicht, ob danach noch was kommt, aber ich finde es schön, an dem Gedanken festzuhalten, dass die Seele dann nicht sofort verschwindet. Also, dass die Seele dann noch weiterlebt. Okay, meine erste Frage wäre, glaubt ihr, dass es Gut und Böse auf dieser Welt gibt? Ja. Ja? Ja. Du auch? Ja, ich denke auch. Ich finde, da gehört immer so eine gewisse Dualität dazu zwischen Gut und Böse. Ich denke, keins kann alleine existieren. Es muss immer zusammen existieren. Gibt es bei euch auch irgendwelche Sachen, die eindeutig böse sind und eindeutig gut? Also ich finde, so individuell gibt es halt so Sachen, die halt für mich wirklich also einen Unterschied zwischen Gut und Böse haben. Ja. Und auch kollektiv sollte man auch zwischen Gut und Böse unterscheiden können und sich auf ein Ergebnis einigen. Deswegen gibt es auf jeden Fall ein Gut und Böse. Also zum Beispiel Mord wäre zum Beispiel eindeutig was Schlechtes, oder? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Interessant. Das ist schon echt eine interessante, auch philosophische Frage, ob etwas von Natur aus wirklich gut und böse sein kann. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, muss ich sagen. Aber ich würde mich da auch eher May anschließen und sagen, es gibt schon Sachen, die von Natur aus böse sind, weil sie vielleicht auch gegen die menschliche Natur gehen. Wie zum Beispiel Mord an anderen Menschen. Das ist ja jetzt nicht normal, ne? Okay, okay. Und würdet ihr euch selber eher als gute Menschen bezeichnen oder eher als schlechte Menschen? Kommt auf die Dimension an, in der ich gerade lebe. Was heißt das? Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir alle, wie wir gerade geklärt haben, haben das Gesetz gebrochen. Oder? Es ist sicher, keiner wird vor dem Richter stehen und sagen können, nee, ich habe nichts gemacht. Aber Gott ist gerecht. Aber Gott ist auch voller Gnade. Und kennt ihr den Ausweg, den Gott uns gegeben hat, um aus dieser Situation rauszukommen? Selbstmord, nein, Spaß. Dann kommst du erst recht dahin. Schnellste Weg hin. Nein, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Nein? Also vielleicht würde ich sagen, dass man jetzt eben dafür büßen sollte. Vielleicht ist das irgendwas für eine Gerichtsbarkeit oder dass man... Nein. Vielleicht wird es einfach vergeben. Ja, das ist schon mal ein gutes Stichwort. Wie wird es einem vergeben? Wenn man den Glaube weiterführt vielleicht oder weiterhin Glaube an Gott hat. Okay, also wenn man vor Gericht steht, dann kann es sein, dass jemand für einen selber die Schuld begleicht, die man selber auf sich geladen hat. Ja, und Gott ist gnädig und er hat uns jemand geschickt, der für uns die Schuld bezahlt. Wisst ihr, wer das ist? Jesus. Ja. Nein. Okay. Okay. Es war echt schön. Okay. Vielen Dank für eure Zeit. Das ist schön.